Moin, sind die Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Wir sind momentan eigentlich auf der Suche nach der Burg im Düsterwald und wollen da nächsten Tag aufbrechen. Bevor wir jedoch dahin gehen, wollen wir uns eben einmal im Honigbären im hinteren Zimmer rechts treffen. Jetzt muss ich nur den Honigbären finden. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wir gehen mal in den Fremdenviertel. Das könnte natürlich auch die Kneipe in der Unterstadt sein. Mal schauen, wir gehen einfach mal gucken. Ich gehe mal die Kneipen ab. Es gibt ja eigentlich nur drei Stück. Das eine ist der fette Nomade, da müssen wir nicht hin. Das ist der im Edelsding. Eigentlich kann das doch nur der hier sein. Ist das nicht der Honigbär? Zum tanzenden Nomaden, das ist nicht der Honigbär. Honigbären, hinteres Zimmer, rechts habe ich mir aufgeschrieben. Brot! Wo finde ich den Honigbären? Kann ich eine Wache anschnacken? Helfen die mir? Mist. Hallo? Hm? Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Dies und das eben. Kürzlich habe ich von einem Jäger aus Nordwind gehört, der ein abgestürztes Sternenschiff im Gletscher entdeckt haben will. Viel größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Aber wer weiß, was da dran ist. Vielleicht hat der Kerl auch nur einen über den Durst getrunken oder wollte Aufmerksamkeit. Ja. Zurück. In der Unterstadt heißt die Kneipe zum falschen Hund. Das heißt, das ist auch nicht der Honigbär. Wo ist der Honigbär? Was ich mir noch vorstellen könnte, ist vielleicht oben beim Sonnentempel, dass die da auch eine Kneipe haben. Und dass die zum Honigbären heißt. Oder es gibt draußen irgendwo noch ein Met-Schenken-Ding. Hört meine Worte, oh wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Lass uns mal zum Sonnentempel gehen. Unterstadt. Marktplatz, Baracken. Am Hafen vielleicht, ne? Adelsviertel, Miradenturm, Marktplatz. Gehen wir mal zum Sonnentempel. Eben nur mal kurz gucken. Ob da nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Kneipe ist. Das Kurier. Ja, die haben bestimmt keine Kneipe im Sonnentempel. Aber wer weiß, möglich ist alles. Lass uns mal einfach gucken. Quartiere, die müssen ja auch mal irgendwann Spaß haben hier, oder nicht? Hier ist es nicht. Das Emporium? Nee, die haben hier keine Kneipe. Maximal noch unten. Wir gehen ja nochmal unten lang. Das Sanktum. Hier wird keine Party gemacht oder sowas. Das läuft hier nicht. Deswegen. Wo ist denn dieser Honigbär? Das ist jetzt die Frage. Wo mag dieser Honigbär sein? Vielleicht irgendwo doch hier. Alter, da kann man ja einfach so runterfallen. Das ist ja lebensgefährlich. Soll das so sein, dass da kein Gitter ist? Das ist ja Wahnsinn. Also da würde ich mich doch ein bisschen unwohl fühlen, muss ich sagen. Da musst du ja nur einmal abends aus dem Honigbären besoffen nach Hause wanken. Ahoi. Rüstkammer, ahoi. Nochmal Rüstkammer. Alchemie. Alchemie. Der Speicher. Wo geht das hier hin? Das ist ja cool. Benötigt ihr einen Schlüssel? Benötigt ihr einen Schlüssel? Schlüssel. Emporium Keller. Und hier, Honigbär. Nein, doch nicht. Der ist schlechter von Arg. Dafür, dass es illegales Buch ist, liegt das ziemlich oft irgendwo rum. Muss man ja echt sagen. Gut, hier gibt es leider keinen Honigbären. Vielleicht noch draußen. Ist der Honigbär? Hinten rechts? Ja, wenn es einer weiß, haut mir mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich bin zu doof, den zu finden. Wir werden die Quest niemals weitermachen können, weil ich nicht weiß, wo das ist. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das war doch nicht der Honigbär. Aber sie meint doch, treff mich im Honigbären, hinteres Zimmer rechts. Vielleicht gibt es das auf der Map noch irgendwo.
Gibt's hier nicht irgendwo so eine Med-Kisterei? Der Hof, Feld an der Mühle. Molkerei. Keine Ahnung. Ort finden. F. Hier. Bär. Honig. Nur die Honigweinbrauerei. Das ist ja geil gemacht. Das ist das einzige hier. Die Honigweinbrauerei. Da könnte der Honigbär sein. Könnte sein, aber wer weiß. Egal. Pech gehabt. Pech gehabt. Muss mir das Video nochmal gleich angucken. Hilft nichts. Hinteres Zimmer rechts. Aber ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das ist der Honigbär. Moin. Maiser de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja. Scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Mhm. Fremdländer und Wegelose. Ich bin auch ganz begeistert von mir. Wir gehen jetzt pennen. Lass sie mal weiter labern da, wenn sie meint, dass sie sich rummeckern muss. Wir gehen jetzt kurz pennen einen Tag und machen uns dann erstmal auf zur Düsterküste. Was? Aber keine Sorge, ich werde den Honigbären nicht aus den Augen verlieren. Wir werden den finden. Komme, was wolle. Der wird gefunden. Gibt's ja nicht, ey. Vielleicht ist damit doch Hallo? Der fette Nomade gemeint. Kann ja sein, ey, im Adelsding. Ich glaube nicht. Moin, wo geht das hier raus? Messer? Hallo? Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. So machen das Helden. Naja. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Irgendwann ist auch damit Schluss. Messer? Irgendwann ist auch das vorbei. Ich suche den Ausgang, Leute. Man konnte doch irgendwie abkürzen. Wo ist denn das? Oh. Ich bin jetzt sonst irgendwo gelandet. Dieb in der Kaserne. Messer? Hallo. Guck mal, hier pennen die immer. Sehr schön. Gemütliches Feuer. Muckelig ist das hier schon, ne? Also kann man wohl. Kann man sich wohl zu Hause fühlen. Gut, ich finde hier nicht mehr raus. Verschissen, würde ich sagen. Hallo. Verwirrend. Also mir wäre so, als könnte man damit nach unten hin abkürzen. Das geht auch bestimmt irgendwie. Ich bin einfach nur zu doof. Gehen wir halt den langen Weg, oder war das doch hier? Adelsviertel rein. Dann können wir da mal in die Kneipe reingehen. Gucken wir nochmal, wie heißt. Wahrscheinlich der tanzende fette Nomade. Rum, hier hinab. In den Fesseln der Lust. Einst stand ich auf dem nassen Felsen. Egal, wir gehen jetzt pennen, komm, hilft nichts. Einen Groschen, Michel. Einen Groschen, nur einen. Und Marktplatz, da sind wir doch wieder. Kleine Tour gemacht, hat nicht viel gebracht, aber gut. Da gehen wir jetzt kurz einen Tag lang schlafen und dann auf in den Düsterwald mal wieder. Ich freue mich. Du, 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 du. Aber vorher noch ein bisschen Geld in die Bank bringen, damit wir ein bisschen Zinsen kriegen, nicht wahr? Hallo. Schreitet wohl, Messer. Ich möchte euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein. Ich möchte in mein Goldfach einzahlen. Natürlich. So, und zwar
3624, bitte. Eine kluge Entscheidung. Immer gerne, ne? Hau rein, schönen Tag wünsche ich dir noch. Bam, 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 bam. Dieser heiligen Stadt. Hallo. So, einen kleinen Powernap machen. Und dann geht es auch schon. Zack. Okay, ich möchte ruhig mal so wieder 5 Uhr abends. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Uhr abends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uhr morgens. Dann passt das doch. Ja, ein bisschen schlafen. Erholt sich der Körper und Geist. Schadet auf jeden Fall nicht. Und dann geht's mal wieder in den Düsterwald. Na, freut ihr euch schon? Ich freue mich auch schon. Alles voll mit Untoten. Das wird super. Wahnsinnige, die dem roten Wahn an Haien gefallen sind. So. Dum, di, di. Dim di du 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 dim di du du du. Meine Meinung will ja keiner hören. So, dann auf zum Miranturm. Zum Glück treffen wir uns auch beim Miranturm. Also alles gut, würde ich sagen. Passt perfekt. So. Hallo. Grüße. Grüße. Messer. So, einmal kurz gucken. Einen Tag warten. Der Besuch am Arkham Museum war ein Erfolg. Achso, der Tag ist offensichtlich noch nicht vorbei. Komm, wir pennen nochmal 24 Stunden. Hilft nichts. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Es war halt jetzt wirklich. Es müssen wirklich genau 24 Stunden sein. Eine Nacht hat nicht gereicht. Scheißschichten. Manche Schichten gehen einfach nie vorbei. Dieser heiligen Stadt. Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, pennen wir nochmal 24 Stunden. Was soll's? Ich mach mir mal einen richtigen gemütlichen. Muss auch mal sein. Zack, rein ins Bett. Ups. Und die Zinsen, ich sag euch, die Zinsen, die kommen rein. Da wird ihr ganz schwummerig. Du, du, du. Du, du, du. Erstmal am Miranturm im Düstertal treffen. 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde sagen, das geht wohl. Level 4, das kriegen wir gemeistert. Da mache ich mir keinen Kopf. Das wird. Mit unseren neuen Waffen und neuen verbesserten Rüstungen. Gar kein Stress mehr. Wo will er denn hier hin? Und nicht ins Fremdenviertel. Wie schön mit dem Miraden fliegen. Bist du durstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen. Bücher! Alles für den Freund, der Weg ist. Mit gezogener Waffe bewegt ihr euch langsamer. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ah, gut. Hauptsache, da liegt es hoch, ne? Reitet wohl! So, wo müssen wir hin? Düstertal. Hallo. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Düstertal. Dünenheim, Düstertal. Auf geht's! Und wir machen uns auf und davon. Bestes Wetter, Regen. Moin. Da bist du ja. Puh, du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Die
Dieser Ort hat was, was mir gar nicht gefällt. Shailan Gor. Shailan was? Neue Gewandung? Was? Ah, ja, natürlich. Ich dachte mir, wenn wir durch verlorenen Wälder spazieren, kann etwas Schutz nicht schaden. Shailan was? Ach so. Shailan Gor ist eine Art eterner Legende. Oder besser gesagt, ein alter Glaube. Bedeutet übersetzt so viel wie, der Tod ist nicht das Ende. Kurz gesagt, immer wenn eine Seele diese Welt verlässt, lässt sie einen Teil von sich zurück, ein Echo. Und je nachdem, wie diese Person gestorben ist, fühlt sich dieses Echo an. Und dieser Ort, naja. Das klingt nach Aberglaube, ne? Interessanter Gedanke. So kann man es auch nennen. Wie sieht's aus? Wollen wir los? Jo. Ja, gehen wir. Weißt du, wo Burg Fahlstein ist? Ja, ich habe eine alte Karte bei diesem Kauz im Adelsviertel gefunden. Gaboff, oder wie er heißt. Hier, dort in etwa sollte sich die Burg befinden. Ich schlage vor, du gehst voran, in Ordnung? Alles klar. Mit erstmal nach Burg Fahlstein reisen. Lass mal auf der Map gucken. Oh je. Geht's denn da am besten lang? Und irgendwie hier so rüber, ne? An der Klippe entlang und dann dahin. Wir gucken einfach mal. Burg Fahlstein. Ja, das ist doch einfach. Wir folgen einfach den Wegweisern. So einfach kann's gehen. Oh, geht auch direkt los. Geht auch direkt los, Alter. Moin. Bam. Oh, Mann. Endlich mal wieder ein paar Skelette kloppen, wa? Schön ist das. Schön ist das. Okay. So. Siehst du wie unglücklich aus. Und unter dir sind Disteln gewachsen. Wo? Ist doch die Map. Ja, wir folgen mal dem Weg. Dann vorne, glaube ich, gleich rechts. Die haben ja alle so einen ganz eigenen Deko-Stil, muss man sagen. Nicht so meins. Ich glaube, wir sind zu dieser Burg sogar schon mal gelatscht, aus Versehen. Kann das sein? Weil wir haben uns doch hier mal sehr gründlich umgesehen. Burg Fahlstein, da entlang. Wir kamen dann, glaube ich, aber nicht rein, weil die Tür verschlossen war. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Hallo. Ahnengeist. Hoppala. Gift tot. Grüßt du dich mit irgendwem? Ja, erstmal hat auch noch wen gefunden. Lässt sich hier entspannt abschießen. Moin. Eine Truhe. Ambrosia. Oh oh, ist das ein Goldener? Ja, ein Goldener. Den Goldenen habe ich. Okay. Hatte ich mal hart Respekt, aber der ist einfach nur vergammelt. Mehr war das nicht. War es das jetzt erstmal? Ich möchte gerne noch eben das Gebäude untersuchen, bevor wir weitergehen. Das wäre mir eben noch wichtig. Ups. Einmal nur schauen, ob ich hier schon mal war. Alles gegen Ninja gelootet habe. Das ist eine fette Truhe. Und die ist nicht leer, insofern. Hatten wir da noch nicht gegen Ninja gelootet. Okay. Weiter in diese Richtung. Die Burg rückt näher. Oh. Ja, Han. Ist sie gut? Ist sie gut? Wir hören dich doch. Ja.
Oh, meine Lieben, ihr hört den Hornkrieg, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Daumen rein da, Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.